Hallo zusammen, ich grüße euch zu unserem spirituellen Heute-Journal. An meiner Seite der wunderbare Steffen Hermkes. Und wir hatten ja letztes Woche schon das Vergnügen, seine Fähigkeiten hier zum Thema Jenseitskontakt, die er schon als kleiner Junge hatte, ein bisschen zu schildern und seine Erfahrungen ein bisschen zu dokumentieren und aufzuzeigen. Und in der Regel ist es so, dass sehr viele, die auch diese erweiterten Fähigkeiten haben, mehr Sinne haben, mehr spüren oder mehr Kommunikation mit anderen Ebenen machen können, dass die auch oft einmal die Fähigkeit haben, bei der Heilung, energetische Heilung und bei diesen Dingen behilflich zu sein. Und genau über dieses Thema energetisches Heilen und Fremdenergie ablösen wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Stefan. Ja, vielen Dank für deine zweite Einladung, lieber Nepomuk. Ich habe mich da sehr darüber gefreut, dass wir einige Themen halt ansprechen können. Und mega. Ja, wir wollen ja gleich natürlich einsteigen, denn mein Publikum ist mittlerweile ja schon, wir sollen sagen, sehr informiert. Das kann ja fast nichts mehr erschrecken. Es gibt natürlich immer wieder auch neue Besucher auf der Seite, was auch gut so ist. Denn dieser Kanal soll ja auch ein bisschen ein Aufklärungskanal sein, der den klassischen Mainstream ein bisschen ergänzt und auch dieses, das Wissen für die neue Zeit der Zukunft natürlich auch ein bisschen kommuniziert. Also das, was in 100 Jahren Standard ist, das werden wir hier besprechen. Auch wenn für viele das vielleicht noch für Spuk oder Unfug oder Esoterik oder was auch immer abgetan wird, ist es für uns reale Wirklichkeit. Und wenn du auf deiner Seite schreibst, was ist energetisches Heilen, dann ist es ja auch ein Thema, das ja nicht neu ist, sondern es geht ja durch die Geschichte der Menschheit eigentlich komplett hindurch, oder? Ja, also ich sehe das jetzt nicht als unnormal oder als absolut esoterisch an, weil in der Zeit, wo ich halt geheilt habe, bin ich ja auch letztendlich sehr erfolgreich gewesen und habe gute Feedbacks bekommen von den Menschen. Und ich sage immer, wer heilt, hat recht. Es gibt viele Heiler, die bestimmte Methoden haben, um zu heilen. Und jeder macht sein Ding, aber wenn es den Leuten dann anschließend gut geht, und die dann auch aufgestellt sind, dass sie wieder vielleicht keine Schmerzen mehr haben oder sorgenfreier sind, dann hat man eigentlich sein Ziel erreicht, obwohl ich natürlich auch ganz klar sagen muss, man sollte definitiv nicht auf die Schulmedizin verzichten oder auch in der Behandlungsphase seine Medikamente nicht absetzen oder so. Da achte ich schon drauf, dass das auch wirklich in seinen vernünftigen Bahnen läuft. In vielen Ländern auf dieser Welt, glaube ich, Schweiz und England, ist es auch so, dass auch diese heilende Begleitung, wenn man so sagt, Menschen mit diesen Fähigkeiten, diese Energien, diese Heilenergien, sage ich mal, durch ihren Körper zu fließen zu lassen und dem Behandelten, sage ich jetzt mal, zu übergeben oder dem sein Energiefeld zu stärken. Wir arbeiten ja schon mit diesen Kliniken und mit Ärzten zusammen, nur in Deutschland ist das ein bisschen, eher, wie du schon sagst, auch wenn du es nicht gern hörst, doch nur als Spuk und Unfug abgetan. Wir Deutschen sind da ein bisschen stur, sage ich jetzt mal, was das betrifft. Wir denken immer, das Einzige, was hilft, ist sind unsere Tabletten und unsere Spritzen. Aber dabei gibt es ja verschiedene Arten von Krankheiten. Ich sage mal, es geht ja eigentlich in der Psyche los, die sich dann irgendwann als körperlicher Schmerz ausdrückt. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Welche Menschen kommen zu dir und was machen die für Erfahrungen mit dir? Wie arbeitest du eigentlich? Legst du Hand auf? Berührst du den Patienten? Oder wie gehst du dem vor? Er kommt ja zu dir, erzählt dir deine Geschichte und sagt, Mensch, ich habe immer schon Kopfweh und das geht nicht weg und ich war schon bei 5 Ärzten. Und was hast du für Klienten? Okay. Also grundsätzlich ist es so, ich fange mal andersrum an, und zwar, wie ich energetisch arbeite. Also grundsätzlich ist es so, dass ich mich halt in Form von Meditationen energetisch auffülle. Da gibt es halt bestimmte Techniken. Und ich baue mir im Prinzip einen Tank auf. Also eigentlich gibt es Stefan zweimal. Einmal mich als Person und halt als Kanal. Okay. Dieser Tank ist dafür da, um den energetisch aufzufüllen
um halt auch in die Heilung reinzugehen. Der Vorteil ist einfach der an diesem Prozedere, dass mir oder dass die Energien von den Menschen mir nichts anhaben können. Beispielsweise Schuppenflechte, psychische Störungen, ein wirres Gedankengut oder sonst irgendwas, ja. Das heißt, die Symptome nehme ich gar nicht an, weil die nicht an mich herantreten, sondern von dem Tank halt dementsprechend abgelassen werden. Und das mache ich schon seit vielen Jahren so und bin da auch für mich und auch für meine Klienten sehr erfolgreich gewesen. Es kommen sehr unterschiedliche Symptome zu mir. Das kann von psychischen Störungen, gerade jetzt in der Corona-Zeit sein, dass die Leute halt Ängste haben, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht, aber auch durch dieses Alleinsein ziemlich runterfahren und auch teilweise Depressionen haben. Das kann sein, dass Leute zu mir kommen mit körperlichen Beschwerden, mit Ängsten, mit Knochenschmerzen, mit Gelenkschmerzen. Und dann lege ich halt dementsprechend die Hände auf, verbinde mich auch mit der geistigen Welt oder teilweise mit meinem Geistführer. Es kommt immer drauf an. Und fühle dann einfach mal rein, wie es den Leuten überhaupt so geht. Ich möchte auch meistenteils genauso wie bei den Jenseitskontakten nur eine grobe Umschreibung haben, damit ich da auch in die Energie reingehen kann. Und meistenteils ist es so, dass wenn ich die Leute begrüße an der Haustüre, dass ich die vorher schon im Prinzip gescannt habe. Das heißt, ich sehe die Chakren, ob die sich drehen oder nicht, weil Chakren sind ja auch Spiegelbild der Seele und daraufhin kann man auch schon sehr viel aufbauen. Ich sage den Leuten das dann auch, ja. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist einfach mal die Chakren anschauen und denen auch dann sagen, was ein Handicap ist, wie zum Beispiel Wurzelchakra, man tut zu wenig an sich, Herzchakra, dass man irgendwo in der Liebe, Kommunikation, da gibt es auch Kombis in den Chakren, wo man dann auch genau sagen kann, das und das kommt daher. Und wenn die Chakren schon im Prinzip, wenn sie sich nicht mehr drehen, also stillstehen, das ist ja dieses Phänomen, wenn die Chakren dann halt nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen, dann gibt das schon die Seele raus. Das heißt, es müsste schon ein langfristiger Prozess sein. Ich kann in der Heilbehandlung diese Chakren amortisieren, aber wenn jemand die Themen nicht bearbeitet und 14 Tage später wiederkommt, dann bleiben auch wieder exakt genau diese Chakren halt im Stillstand. Das ist der wichtige Punkt, denn mit diesen Heilern, die ich gesprochen habe, sagen alle das Gleiche. Die sagen, okay, ich kann dir zwar kurzfristig ganz diese Schmerzen wegnehmen, ich kann dir kurzfristig tatsächlich dieses Wunder bewirken, aber es wird wiederkommen, denn wenn du, weil bestimmte Krankheit oder bestimmte Sachen, wie du gesagt hast, die auch von, ja, von Ängsten herrühren, von irgendwelchen Sachen, die nicht aufgearbeitet sind, vom früheren Leben her, was auch immer, oder bestimmte Lebenseinstellungen, bestimmtes Verhalten, wo der Körper dann plötzlich Symptome gibt, wo es dann im ja, schmerzlichen körperlich wird. Und wenn der seinen Weg nicht ändert, wenn er dieses Thema nicht angeht, wird das Thema auch nicht weggehen. Es gibt auch, was manche geistige Heiler sagen, wenn jemand ein bestimmtes Thema mitbringt aus einer früheren Inkarnation als Aufgabe, dann kann man ihm das ja auch nicht wegnehmen. Dann kann man nicht sagen, okay, ich greife in deinen freien Willen ein, du inkarnierst hier zum Beispiel, um mal die Erfahrung eines Krebses zu machen und daran zu sterben, dann kann ich dir den nicht wegnehmen. Aber ich weiß nicht, wie oft das vorkommt. Wie siehst denn du das? Wie sind denn deine, wenn jemand sagt, Heilerfolg, ich hatte mal tatsächlich eine Heilerin oder die hat sie so genannt und die hat gesagt, okay, ich habe 95%. Ja, sage ich mal, Erfolg. Auch im Vortrag hast du das gehalten. Dann habe ich dir damit, glaube ich, Menschen gebracht, also die natürlich nicht ihre normale Behandlung aufgehört haben, aber sich noch zusätzlich behandeln haben lassen von dieser Dame. Und keiner der 15 hatte irgendeine Heilung gehabt. Da habe ich gesagt, ist natürlich schwierig, wenn du sagst, du hast 95% Heilquote und dann kommen 15 Personen und keiner von diesen Personen, die alle ganz unterschiedliche Sachen hatte, konnte keine einzige geheilt werden. Dann findet ihr das natürlich schon auch etwas, das diese Branche natürlich dann auch in Verruf bringt, weil die hat kommunikativ sehr gut reden können, die hat sehr gute Vorträge gehalten und jeder hat gedacht, wow, die Frau, die kann das hundertprozentig, aber ich habe keinen kennengelernt, der von der geheilt worden ist. Also es ist natürlich immer schwierig, weil es auch eine persönliche Geschichte ist,
Was sagen denn deine Kunden zu dir? Wie sind denn da die Heilerfolge? Weil du sagst, große Heilerfolge, sagt, ich kann jedem zweiten helfen, jedem dritten helfen, oder es gibt bestimmte Themen, die klappen gar nicht. Also grundsätzlich ist es so, dass jemand, der zu mir kommt, auch die Bereitschaft dafür haben muss. Es ist immer schwierig, wenn jemand sagt, geh mal zu dem Stefan, und der geht da mal hin, um das mal auszuprobieren. Der Glaube daran ist natürlich auch irgendwo wichtig. Und auch die Bereitschaft, selber mal dahin zu kommen. Meistenteils ist es aber, dass das aus einer Verzweiflung herrührt. Genauso wie du es eben schon angesprochen hast. Leute waren bei verschiedenen Ärzten gewesen. Denen konnte man einfach nicht weiterhelfen. Und irgendwann sitzen die dann bei mir. Wenn ich Heilbahnungen mache, ist es so, dass ich einmal im Energiefeld lese, so wie beispielsweise, wenn man Jenseitskontakte macht, dann kann man ja aus dem Energiefeld lesen, aber auch als Medium arbeiten. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ich lese einmal aus dem Energiefeld, aber wenn ich jetzt den Abstand halte, ja, also weiter weg bin und denjenigen gar nicht behandle, in der Form, dass ich die Hände auflege, sondern ich sage jetzt mal 2 Meter Abstand habe, dann kann ich auch darin lesen, wie es demjenigen selig geht. Das, weißt du, nicht jeder offenbart sich sofort. Nicht jeder gibt bestimmte Sachen preis. Aber wenn ich die Sachen so mal anstoße und mit ihm darüber spreche, dann öffnen sich die Leute auch und sagen, wo hast du das her gewusst, Stefan? Ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen oder sonst irgendwas. Ja, die schauen dann, ja, genau. Und das ist halt ein Riesenvorteil. Letztendlich ist es aber auch so, weißt du, ich habe schon Leute gehabt, die haben Krebs gehabt. Die waren so mega drauf gewesen. Die habe ich unterstützt. Da können sich andere Leute eine Scheibe von abschneiden. Die haben Power gehabt. Die haben den Mut gehabt. Ja? Die haben trotzdem die Freude noch gehabt, die restliche Zeit zu leben. Ja? Da kommen manche anderen Leute, sind wie eine Schlaftablette. Da kannst du heilen, heilen, heilen. Aber ich sage immer, erst von innen, dann nach außen. Das heißt, letztendlich ist es so, dass du ja auch mit dir selbst in dieser Heilzeit in Reflexion gehen musst und gucken, was tut mir nicht gut, was kann ich für mich verändern oder sonst irgendwo. Ja? Und das reicht da nicht, wenn er dann 5 Behandlungen bei mir auf der Liege liegt und sagt, ich habe nichts gespürt. Ich spreche das an, die Themen. Und das ist auch wichtig, damit auch derjenige umdenkt und dann auch die Heilung geschehen kann. Weil wenn die Leute blocken, dann kannst du Heilbehandlungen machen bis ohne Ende, das funktioniert nicht. Und deshalb ist es so, dass ich jetzt nicht wie zum Beispiel ein anderer Therapeut sagt, okay, sie brauchen jetzt 10 Heilbehandlungen, aber die brauchen nur 2. Also wenn jemand geheilt ist, braucht er nicht mehr zu mir zu kommen, dann brauche ich keine Restbehandlungen mehr zu machen. Und deshalb arbeite ich von Termin zu Termin. Hat sich was verbessert, hat sich eine Erstverschlimmerung eingebaut oder sonst irgendwas. Daraufhin kann man dann aufbauen. Und wenn es besser wird, dann kann man das Zahnrad noch so einstellen, dass es entweder stehen bleibt, dass derjenige sagt, das ist in Ordnung, oder man dreht an der Schraube noch ein bisschen, dass es noch besser wird. Und das ist total individuell und sehr unterschiedlich. Also du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Viele Menschen sind ja eigentlich gewohnt, wir sind ja so erzogen worden, dass wir eben Dinge halt nach außen transportieren. Dann haben wir gesagt, du machst mich gesund, du lieber Doktor, ich gehe zum dem mit dem weißen Kittel und sage, okay, mach mich wieder gesund. Ich habe mir aber vielleicht das ganze Leben lang keinen Sport gemacht, falsch ernährt oder was auch immer, oder geraucht oder keine Ahnung, oder zu viel Alkohol getrunken, und versuche immer dieses Thema dann abzugeben und sagen, der von außen soll mich dann wieder reparieren. Aber du hast es angesprochen, ich muss erst einmal in mich gehen und sagen, okay, wo kommt denn das überhaupt her? Kann es sein, dass es auch in mir liegt oder an mir liegt, um das zu tun. Aber das sprichst du ja auch an. Ne? Ja, definitiv. Das ist auch wichtig. Ja? Die Leute sollen auch wissen, worum es geht. Und ich nenne denen auch die Themen, auch wenn das vielleicht manchmal für die so rüberkommt, so, woher weiß der das oder sonst irgendwo, die teilweise sehr erschrocken darüber sind. Aber ich muss die Themen ansprechen, damit die auch in Resonanz gehen, beziehungsweise auch in die Heilung gehen können.
Wie viel Resonanz kommt denn da zurück? Gibt es da Menschen, die da zurückschrecken und sagen, wow, ich bin ja bei dem Gläsern, ich will gar nicht mehr zu dem gehen, weil der durchblickt mich komplett. Haben die da Angst davor oder sagen, okay, er hat vielleicht recht, nehmen die das an, die Ratschläge von dir, sich die Themen anzusehen? Ja, also definitiv. Die Leute, die wirklich dann bei mir sind, weil es gibt auch ein Vorgespräch und die Menschen, die vielleicht erstmal ein bisschen aufgeregt sind, kommen runter und merken auch, dass da eine gute Chemie ist, auch eine Vertrauensbasis in dieser kurzen Zeit schon aufgebaut wird. Ja, weil ich da schon Heilenergie fließen lasse. Ganz klar, weil ich mich vorher aufgebaut habe und dann merken die Menschen also wirklich, wie sie runterkommen. Und du schreibst auf deiner Seite ja, es gibt viele Arten vom energetischen Heilen. Du schreibst hier spirituell geistiges Heilen, eben diese Chakrentherapie, was du gesagt hast, dieses Reiki und Prana-Heilung. Kannst du mal ein bisschen da die Unterschiede ein bisschen erklären für die Zuseher, die da noch nicht so firm sind in diesen einzelnen Begriffen? Okay, Reiki ist halt eine asiatische Heilmethode, wo durch Hände auflegen Energie übertragen wird. Das ist halt eine Reiki-Energie und die Reikianer arbeiten halt mit Symbolen. Entweder malen die in die Aura diese Reiki-Symbole ein oder halt dementsprechend bauen sich vorher mit der Energie auf und lassen die Energie, also die Symbole in sich einfließen und geben die Energie ab. So. Das ist eigentlich ein Prozedere, wo ich damals auch sehr viel gearbeitet mit habe. Aber durch diese Schnelllebigkeit, die heutzutage ist, ist dieses geistige Heilen auf den Punkt genau getroffen oder beziehungsweise dieses energetische Heilen. Okay. Ja, so. Auch die anderen Heilmethoden, die du gerade angesprochen hast, sind nicht nach meines Erachtens nach, es gibt vielleicht Leute, die sagen, Reiki ist Maker, ist es auch, aber du kommst nur bestimmt an einige Stationen ran, ja, weil du auch, ich sage jetzt mal, in den Energiefeldern besser lesen kannst, auch von außerhalb und da auch die Themen erkennst, beispielsweise auch inneres Kind, ja, ob das innere Kind funktioniert, ob man sich darum gekümmert hat und, ja, das geht dann auch für die Leichtigkeit und auch die anderen Energieformen, die du genannt hast, sind nicht so effizient wie das energetische Heilen, weil da richtig Power drin ist und die Leute spüren das auch. Das ist natürlich sehr spannend. Wie lange machst du das schon jetzt, dieses, oder wie lange, sag ich jetzt mal, hast du deine Ausbildung hinter dir? 20 Jahre, glaube ich, schon bald, oder? Du hast ja damals im Messebau gemacht, hast ja deine Talente da aufgrund von deinen geistigen Fähigkeiten, von haben wir letztes Mal schon besprochen, dann wieder aufgenommen, hast du gesagt, okay, das kann ich auch, das mache ich wieder. Und da ist es ins geistige Heilen, sag ich mal, eigentlich nur dazugekommen. Ne? Also ich sag mal so, damals habe ich ja die Verstorbenen gesehen, das haben wir ja schon besprochen als kleines Kind. Und später habe ich auch immer die Ambition gehabt, Menschen halt zu berühren oder zu scannen und zu sehen, welche Themen die hatten halt. Ja. Und das war teilweise auch sehr intensiv. Und was mich damals wirklich gequält hat, waren meine Hände gewesen. Meine Hände, die waren so heiß gewesen, die waren so glühend halt, ja, dass ich auch beim Ärzten war und gefragt habe, was ist mit meinen Händen los? Und die konnten mir das nicht sagen, was da nicht in Ordnung war halt, ja. Ich habe sie teilweise in kaltes Wasser reingelegt, weil die auch nachts so intensiv und so heiß waren. Und Leute, die mich kennen, denen ich auch mal ein bisschen näher bin, wenn ich die umarme oder sonst irgendwie begrüße, die erschrecken immer, weil das ist wie ein Backofen teilweise halt mit den Händen. Das ist ganz extrem. Und auch diese Ausbildung, muss ich ganz ehrlich sagen, genauso wie ich mich bei einigen Medien damals umgeschaut habe, um zu schauen, wie die das machen, habe ich auch bei bestimmten Heilern geschaut und letztendlich dann aber auch eine fundierte Ausbildung gemacht, ja, damit man einfach sehen kann, wie funktioniert und wie gibst du das weiter, auch weiter in eine Ausbildung halt. Ja, weil du kannst es machen, aber es ist schwierig, das zu erklären. Und deshalb auch die Heilerausbildung, die ich auch damals, ich sag mal so, mit 25 Jahren gemacht habe. Ja, also diese Energie, diese Lebensenergie, eben, manche nennen sie Prana, manche nennen sie Qi, da kommt auch dieses Qigong her oder dieses Fangdenkong, tut ja wirklich den Körper gut. Also es gibt ja auch, ja, sag ich mal, in Asien einige von diesen Geistheilern, die
Wenn du ein Blatt Papier in die Hand gibst, dann fängt das Feuer, oder die können, sage ich jetzt mal, auch ganz bestimmten Punkten am Körper den so heiß machen, dass man, wenn man hinklang, dass man fast verbrennt. Also die können diese Energie gut steuern, und du gibst sie halt praktisch durch deinen Tank, sage ich jetzt, wenn du ihn aufgefüllt hast, einfach weiter und füllst praktisch wie ein, ja, dein Gegenüber, der die Batterie ein bisschen leer ist, eigentlich ein bisschen Energie rein, damit der wieder selbst mehr Energie hat, um sich selbst zu heilen. Ne? Ja. Ein Thema, das immer wieder angesprochen wird, das bei den Medien noch nicht ganz so, sage ich mal, durchgedrungen ist, die wir sprechen mit dem Verstorbenen im Jenseits, und jetzt haben wir dich auch, der das auch kann, das Thema der Fremdenergien behandeln und auflösen. Kann man mal ein bisschen auf das eingehen, wie du das wahrnimmst, was da passiert und wie man damit umgeht? Okay. Und wie man das spürt, dass hier etwas zu tun wäre? Gut. Meistenteils ist es so, dass die Leute zu mir kommen mit meistenteils immer den gleichen Symptomen. Ich bin nicht mehr in meiner Kraft, ich bin nicht mehr in meiner Energie, ich habe plötzlich, wie in einem Nebel sehe ich das, und ich schlafe schlecht, ich habe Ängste, ich fühle mich einfach nicht mehr gut. Und diese Veränderungen, die nehmen die extrem wahr. Und dann habe ich die Leute ja bei mir, und dann kann man halt diese niedrig, wenn ich jetzt sage Fremdenergie, dann sagen wieder Kritiker, das ist keine fremde Energie, weil es Quatsch, aber es ist halt niedrig schwingende Energie, sage ich das mal so, dass es auch jeder so akzeptiert. Aber letztendlich ist es so, dass die Menschen konkret darunter leiden. Und das kann man daran erkennen, dass alle 7 Hauptchakren sich nicht bewegen, stillstehen. Und auch für mich, wenn ich in die Aura reinschaue, grau hinterlegt sind. Und so eine Fremdenergie, das kann sein zum Beispiel, es gibt Menschen, die beispielsweise sehr sensitiv sind. Es gibt Menschen, die sind energetisch sehr dickhäutig. Da kannst du als beispielsweise als Energievampir machen und tun, die kriegen das gar nicht mit. Aber andere sind beispielsweise sehr feinstofflich. Und wenn man so einen Energievampir um sich rum hat, und da spreche ich ja nicht irgendwas Besonderes aus, weil Energievampire sind entweder Menschen, die bewusst Energie rausziehen, oder halt unbewusst, weil sie halt schwächer sind und versuchen, immer bei demjenigen nah dran zu sein. Dann ist es halt so, dass diese Energievampire, ob gut oder schlecht oder bewusst oder unbewusst, demjenigen halt die Energie ziehen. Oder wenn man beispielsweise einen extremen Streit gehabt hat oder sonst irgendwie, ja, dann kann es auch sein, dass eine Fremdenergie, also ich rede jetzt nicht einfach mal so einen Streit, sondern vielleicht, dass man einen Ehekrach gehabt hat oder sonst irgendwie, oder ein Kollegen sich richtig gezofft hat oder so, über einen längeren Zeitraum halt, ja, das kann das auch auflösen oder auslösen vielmehr. Und diese Fremdenergien, die werden halt dann aufgelöst von mir, was auch ganz wichtig ist, weil wenn jemand zu mir kommt, eine Fremdenergie hat, kann ich nicht in die Heilung gehen. Warum? Es ist so, die Fremdenergie muss erst aufgelöst werden, damit diesen, ich sage immer, so ein Bratschlauch, wo der Mensch sich drin befindet, einfach kaputt gemacht wird, dass er wieder von oben und von allen Seiten wieder seinen Energielevel bekommt. Die Menschen spüren dann diese Leichtigkeit, haben auch teilweise am nächsten Tag Muskelkater, weil die merken, dass dieser Druck weg ist. Und was ganz wichtig ist, dass halt die Fremdenergie dann aufgelöst wird und alle Chakren sich wieder dann anschließend drehen. Und das muss man so vorstellen, ein Computer, der ein Virus hat beispielsweise, der muss erstmal hochbooten. Ja, der muss die ganzen Programme installieren und. Und wenn ich eine Fremdenergie aufgelöst habe, dann braucht auch der menschliche Körper ungefähr 24 Stunden, bis er wieder d'accord ist. Und dann kann man erst anschließend in die Heilung gehen. Ja, also man kann nicht, wenn ich die Fremdenergie sehe, dann in die Heilung gehen. Das funktioniert nicht. Du schreibst aber auf deiner Seite auch, dass in den meisten Fällen handelt es sich um Seelen oder Seelenanteile, die nach ihrem irdischen Tod nicht den Übergang ins Licht gefunden haben oder gehen wollen. Und hier bleiben und sich aus solchen Schockzuständen auch immer sofort in die nächste, ich sage jetzt mal, Person flüchten. Das ist der zweite Part. Okay.
Also da gibt es ganz viele Fallbeispiele dafür. Und es ist tatsächlich so, dass beispielsweise auch Fremdenergien aufgelöst werden in Wohnungen oder in Häusern oder sonst irgendwo, wo halt wirklich halt gepoltert wird, wo Spuk ist oder sonst irgendwas. Das ist aber auch ein Thema, was sehr, sehr umfangreich ist. Aber es ist tatsächlich so, dass auch wenn diese Fremdenergie von einem Verstorbenen kommt, dass man das aber dann auch bemängeln oder beziehungsweise benennen kann. Okay. So, und meistenteils fühlt sich das an wie eine irdische Fremdenergie. Ja, das ist aber meistenteils, dass die Verstorbenen auch eine Botschaft haben. Aber wie zum Beispiel bei einer Hausreinigung ist es so, dass wenn da eine Fremdenergie ist, ich nenne mal ein kurzes Beispiel dafür, du ziehst in ein altes Bauernhaus ein. Und dieses Bauernhaus ist von dem Vorgänger mit Händen gebaut worden und und. Und du machst da jetzt irgendwas ganz anderes raus. Also, dass es nicht mehr das Bauernhaus ist, sondern du fängst an umzubauen oder du machst da Dinge drin, die er niemals so gehabt hätte. Dann kann das sein, dass er auch dann teilweise sich als Fremdenergie zeigt, das aber da nicht akzeptiert, was da gerade so passiert. Oder wie man mit seinen Räumlichkeiten umgeht oder sonst irgendwas. Und dann kann das schon mal Stress geben, dass ich dann dahin fahren darf und denjenigen dann halt auch erkläre, dass er eigentlich dort in diesem Haus nichts mehr zu suchen hat, weil da jetzt neue Besitzer sind. Und das kriege ich auch liebevoll hin und das verstehen die meisten dann auch. Und dann hört es dann auch auf mit dieser Spukerei. Ja, das erinnert mich an Sam Hess, der das Gleiche erzählt hat, fast den gleichen Wortlaut, wie du gerade gesagt hast, dass man dann hingeht und sagt, okay, du pass auf, du bist also jetzt nicht mehr so auf dieser Dimension eigentlich zu Hause, sondern da wohnt jetzt jemand anders in diesem Haus, also bitte such dir ein anderes Fleckchen, aber lass diese Familie in Ruhe, so ungefähr. Ja. Du schreibst auch, sie dringen in die Aura ein und besetzen diese und beeinflussen die nach ihren Bedürfnissen. Was bedeutet das, wenn jemand zum Beispiel sagt, er war gerne, sage ich mal, dem Alkohol zugeneigt, dann beginnt plötzlich diese Person auch kräftig zu trinken, oder ist die dann schon? Nein, 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 nein. Das ist mehr so eine Beeinflussung, eine seelische Beeinflussung. Also nicht, weil er jetzt da oben irgendwo getrunken hat, dass der andere auch zum Alkoholiker wird. Das ist nicht so der Fall. Nein. Also die Affinität zu einem Alkoholiker geht dann eher wieder in Alkoholiker rein, weil er sagt, okay, na, dann kann ich noch mitgenießen. Das ist eher so, oder? Ja gut, okay, das ist dann ja genau richtig, ja. Wie lange dauert das so? Was kriegst du, sag ich jetzt mal, gleich eine Verbindung zu diesen, ja, sag ich mal, Energieanteilen oder braucht es auch manchmal mehrere Sitzungen? Nein, Das ist, Fremdenergie wegmachen ist sofort. also es geht relativ zeitig, sagst du. Ja, ich brauche eine gute Stunde dafür. Ja. Kommen die nicht wieder zurück? Sind die dann tatsächlich weg oder sagt, okay, jetzt weiß ich, jetzt ist der Stefan da, dann gehe ich mal schnell auf die Seite und lasse ihn nicht mehr arbeiten. Und wenn dann der Patient wieder rausgeht, sagt dann gehe ich wieder rein, weil dann ist der Stefan wieder weg. Nee, also es ist so eine Fremdenergie kommt nicht von heute auf morgen. Das ist ein schleichender Prozess. Und wenn die aufgelöst ist, dann merken die Leute das sofort und geben mir auch sofort ein Feedback. Sie haben auch meistenteils, verspüren diese Leute Kälte, ja. Und diese Kälte ist ganz klar, weil der Körper dann anfängt, hochzubooten halt. Aber das ist nur eine leichte Kälte. Ja, das geht nach, meistenteils, wenn die dann im Auto sitzen oder zu Hause sind, geht das dann halt wieder weg. Ja, du schreibst auch auf deiner Seite, dass es, wenn man das was feststellen will, da heißt Fremdgeräusche, Gegenstände, die plötzlich umfallen, Verfärbungen an Fenstern und Wänden. Das ist ja auch neu, das habe ich so noch nicht gehört, dass Verfärbungen an Fenstern und Wänden. Ja. Das ist dann, also es kann zum Beispiel sein, und das muss man erstmal checken, ja, es kann sein, dass es Poltergeister gibt, die da ihren Unfug treiben, ja. Es kann aber auch sein, dass es wirklich eine Fremdenergie aus einer Quelle kommt. Also ich will jetzt nicht sagen von einem Angehörigen Verstorbenen, weil die Angehörige Verstorbenen geben eigentlich nur diese Zeichen ab, beispielsweise, die wir auch identifizieren können, ja. Also, wo ich ganz klar sagen kann, das könnte von meiner Mutter sein oder sonst irgendwo. Aber die fangen nicht beispielsweise die Fenster an zu verfärben oder sonst irgendwas. Das sind dann schon andere Anteile halt. So. Und diese Anteile sind dann teilweise so, dass die auch dann, ich sage jetzt mal, extrem bösartig sein können. Das kann sogar so hin damit führen, dass Menschen die Bettdecke weggerissen bekommen.
oder halt auch Berührungen an den Händen oder an den Armen haben und teilweise auch blaue Flecken. Das kann sein, ja. Und da muss man also sofort wirklich energetisch reinigen und gucken, was da ist. Und das ist auch sehr vielseitig. Und da muss ich mich auch extrem gut schützen halt, ja. Also energetisch gut aufbauen, wenn ich dann in solche Häuser reingehe. Ja, da habe ich gleich einen Job für dich. Und zwar habe ich eine Dame in Bad Füssing, die ist in eine Wohnung gezogen, die hat ihr Haus verkauft und seit einem Jahr nur im Schlafzimmer ist ein Riesenspuk. Die kommen Hände aus den Wänden, die Bilder wird abgehangen, etc. Und die hören mal einen Tag auf, es fängt an zu stinken und so weiter und so fort. Und es haben sich schon mehrere, ja, Medien darum gekümmert, aber bisher ohne Erfolg. Und die Dame sagt, ich werde wahnsinnig, das hört gar nicht auf. Die Dame ist aber weder verrückt noch sonst irgendwas. Sie muss praktisch, es ist aber nur im Schlafzimmer. Da müssen wir dann später nochmal sprechen, separat. Aber das fällt mir gerade ein, vielleicht kannst du dieser Dame helfen. Es ist, wenn man so ein Clearing macht, muss man auf ganz, ganz viele Dinge achten. Das ist so, als würdest du ein Puzzle zusammensetzen. Das fängt meistenteils da an, dass wenn du in die Häuser reinkommst, dass die überall Spiegel hängen haben. Und Spiegel sind teilweise wie über Bande. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Hochhaus wohne oder einen Nachbar neben mir wohnen habe, der mir nicht gut gestellt ist oder sonst irgendwie, ja, weil nicht alle Nachbarschaften laufen gut und nicht alle Energien im Hochhaus sind gut, dann haben die meistenteils in den Fluren, also in dem Flur, drei, vier Spiegel. Dann geht das meistenteils ins Wohnzimmer, dann wieder ins Schlafzimmer. Die haben dann auch noch im Spiegelschrank im Schlafzimmer stehen, ja, und das zieht dann auch direkt aufs Bett. So. Und dann geht die Energie über Bande wie beim Billard und trifft irgendwo das Bett und da fängt es schon teilweise mit an. Und da sind so viele Sachen, auch Traumfänger. Leute haben dann Traumfänger mal im Bett hängen oder so. Wo ich immer sage, wie lange sind die schon da? Ja, schon 3, 4 Jahre. Nach 3, 4 Monaten kannst du sie wegtun, kannst einen neuen kaufen, weil die energetisch voll sind. Okay. Und genauso ist es auch dann halt dementsprechend mit diesen Fremdenergien. Haben die Leute vielleicht von ihren Verwandten irgendwelche Kruzifixe ins Schlafzimmer aufgehangen, ja, irgendwelche Porträts oder Bilder und. Da gibt es viele Sachen, wo du erstmal anfängst, so ein Haus oder eine Wohnung erstmal zu verändern, damit du dann erst anschließend auch in diese Energie reinkommst und dann auch das auflösen kannst und vielleicht auch mit der Energie, die da gerade ist, die nämlich gut gesonnen ist, Kontakt aufnimmst und die dann halt dementsprechend zur Rede stellst. Würdest du die, wenn das so ein Beispiel Verstorbene wären, würdest du die auch dann sehen oder nur spüren? Sowohl als auch. So war es auch. Ja, das wird eine spannende Geschichte, denn da kannst du sag ich mal, den Meister machen, bei dieser Dame haben sie schon mehr abgearbeitet. Das wird ganz, ganz spannend. Was gibt es denn, weil du schreibst ja auch nicht nur Reinigen von Wohnräumen, sondern auch von Büros, Gebäuden oder ganzen Grundstücken. Ja. Da gibt es ja dieses, ich habe das schon öfter gehört, manche räuchern aus oder dieses Ausräuchern, aber das ist ja auch, bringt es was oder? Also grundsätzlich ist es so, wenn Leute sagen, immer Stefan, ich habe in meinem Haus geräuchert, ist es viel schlimmer geworden, dann kann ich das nur bejahen. Stell dir vor, du wohnst in einem Haus über 3 Etagen und du kochst unten. Dann riechst du ja. Oben in dem dritten Stock riechst du ja im Prinzip dann auch, dass jemand gekocht hat. Und wenn du unten räucherst in einem Raum, weil du hast jetzt unten ein Schlafzimmer, oben schlafen die Kinder, dann trägst du die Energie, trägst du dann in alle Etagen rein. Und verseuchst in Anführungsstrichen alle Räume energetisch. Das Phänomen ist, dass im Badezimmer meistenteils die beste Energie ist. Warum? Keine Ahnung. Weil Wasser immer im Fluss ist. Ach so, jetzt ist es. Ja, so. Das heißt, da wird immer gereinigt. Und deshalb ist meistenteils in den Badezimmern keine schlechte Energie. Übrigens, bei Und dieser Dame, wenn wir gerade so sind im Badezimmer, die bin dann auf der Toilette sitzt, wird dann bei den Haaren gezogen von diesen Geistern. Also okay. das Schlafzimmer und dieses Bad ist gleich neben dem Schlafzimmer und dann geht es richtig zur Sache dann. Ja, ich kann mir das gerne mal anschauen. Aber es ist tatsächlich so, Nepomuk, dass wenn du beispielsweise räucherst, dass du eher schlecht machst als gut. Und ich räuchere
meistenteils, oder das heißt meistenteils immer nach einer energetischen Hausreinigung. Ich gehe also von Raum zu Raum, öffne mich, öffne meine Fußchakren und nimm die Energie auf, die schlechte Energie, und lass die wie so ein Trockengerät. Weißt du, kennst du diese Trockengeräte, die da irgendwo hinstellst, damit das Wasser dann halt, oder die Feuchtigkeit rausgeht? Und bei mir ist nichts anderes. Das heißt, ich nehme die schlechte Energie auf, transformatiere die durch meine Füße raus und anschließend gebe ich neue Energie rein. Und dann, erst dann räuchere ich, und zwar mit Kampfer. Weil Kampfer ist sehr, sehr klar, es sind Kristalle, die man dann halt dementsprechend so in so einem Teelichtbehälter dann so ein paar Kristalle drauf tut, das anzündet und dann dampft das. Das ist so Mentholgeruch. Der Kampfer, der macht das richtig nochmal klar. Dann gehe ich halt in jeden Raum rein und anschließend musst du auch ein gutes Lüftungsverhalten haben. Und wenn du dann nicht mehr den Kampfer riechst, dann kannst du auch da reingehen und dann ist erst die energetische Hausreinigung abgeschlossen. Welche Erfahrung hast denn du in dieser Art und Weise auch mit diesen Naturgeistern? Oftmals werden irgendwo hingebaut, weil ja, es wird ja keine Rücksicht mehr genommen auf diese Naturwesen, die ja natürlich auch oftmals nicht gefragt werden. In Island ist das anders, glaube ich, da gibt es sogar eine Naturgeisterbeauftragte. Und bei uns aber nicht. Und kann es sein, dass dieser Spuk oder dass diese fremden Energien tatsächlich von diesen Naturwesen kommen? Kann sein. Aber das kann ich jetzt so nicht sagen, jetzt auch mit der Dame oder so. Nee, generell. Okay, aber es ist halt so, dass diese Phänomene halt, die da auftreten, oder auch, wie du sagst, schon an den Haaren gezogen werden, das ist schon extrem, ja. Und die wird da auch keine Ruhe finden, also wenn das schon so extrem ist. Das sind ja schon Handgreiflichkeiten. Ja. Das geht überhaupt nicht. Wobei die Dame ist mit Sicherheit nicht schreckhaft, die spricht ja auch an und sagt, pass auf, zeigt euch bitte hier, ich will das nicht und etc. Die ist also nicht ängstlich oder sowas, oder die ist auch sehr resolut, die war ja selbstständig das ganze Leben lang. Also es ist schon eine sehr spannende Geschichte, da bin ich gespannt, wie wir das auflösen, das Thema. Das ist aber auch so, Nepomuk, was machen die Leute? Ja? Viele Leute sagen zum Beispiel, ich sehe verstorbene Menschen. So. Und die haben Angst davor. Und dann sage ich, was machst du denn? Ja, ich habe einen Witchboard zu Hause oder sonst irgendwas, ja. Das heißt, die ziehen die Energien ja auch förmlich an und die dürfen sich nicht wundern, wenn sowas passiert. Und es ist sehr oft, dass viele Menschen halt das ich finde jetzt die richtigen Worte nicht dafür, aber dass es teilweise selber schuld sind, dass sie solche Energien anziehen, ja, weil sie irgendwelche Tore aufmachen, die nicht gut sind. So, das kann mir natürlich beim Jenseitskontakt, wenn ich den mit Leuten mache, überhaupt nicht passieren. Weil wenn du zu mir kommst, bringst du deine Verstorbenen ja schon mit. Das heißt, wir konzentrieren uns auch nur über die Person. Und jemand anderes Fremdes kriege ich nicht rein. Machst du aber dieses Tischrücken, Witchboard oder sonst irgendwelche Dinge, machst du Tore auf, die möchte ich gar nicht kennenlernen. Ja? Und da sollte man wirklich drauf achten. Und die meisten Leute in dem Umbruch, die mit diesen Boards oder mit diesen tanzenden Tischen gearbeitet haben, die haben alle anschließend eine riesen Angst bekommen davor, weil da Sachen abgelaufen sind, die sie nicht erklären konnten. Ja, ich kenne eine Geschichte von Dr. Walter von Lukatu, der hatte die parapsychologische Beratungsstelle in Freiburg im Breisgau, der macht ja auch seit über 40 Jahren die ganzen Spukfälle in Deutschland, über 3000 im Jahr. Und die hat mir auch so eine Geschichte erzählt von einem, von so Jugendlichen, die im Keller eben Switchboard gemacht haben und haben Gläser gerückt. Und die wurden dann beschimpft. Dann hat einer gesagt, das haben wir gleich und schmeißt dieses Glas hier zu Boden, ne? Und wollte ein neues Glas nehmen. Und im Moment, wo er das zu Boden wirft, bricht die komplette Wand, die Kellerwand rein, samt Fenster in den Raum. Hat er gesagt, wenn die jetzt noch weitergemacht hätten, dann hätten die Energie im Körper gehabt. Also das war praktisch sozusagen die letzte Warnung. Ja, also, und das ist das halt, ja. Ich finde immer, oder ich weiß selber auch, dass es Sachen gibt, die man nicht erklären kann und die charmant formuliert uns Menschen auch nicht gut tut, ja, oder tun vielmehr. Und von solchen Energien sollte man tunlichst die Finger von nehmen und nicht anschließend, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann, aber dafür sind wir ja da. Ich helfe auch gerne dabei, ja. Aber manche Leute, die machen das echt aus einem Bewusstsein raus und machen grundsätzlich immer den gleichen Fehler. Ja, und dann habe ich gesagt, dann tu doch mal dieses Tischrücken oder dieses Gläserrücken weg
Nach 4 Wochen sagten die mir, ja, das ist schon wieder so. Ihr habt das wieder gemacht. Ja, wir wollten es nochmal ausprobieren oder sonst irgendwie. Die Leute können doch nicht die Finger dann davon lassen. Dann sind sie selber schuld. Ja, vor allem Jugendlichen etc. suchen gerne mal auch den Kick dieses Unbekannten, dieses Mystischen, aber das kann natürlich, wie du gesagt hast, nach hinten losgehen. Ja. Und je nachdem, welchen Energiekörper das jemand hat, ist natürlich da auch unterschiedlich, sage ich jetzt mal, naja, Gefahr im Verzug. Ja, Stefan, ich denke, das war wieder ein spannender Abend. Ich will mal schauen, was für Zuschriften das kommen. Vielleicht macht man beim nächsten Mal, du hast ja hier das Thema raus aus dem Burnout. Das ist vielleicht auch ein Thema, das wir mal angehen sollten, weil diese ganze Pandemie, diese Geschichte, die wir jetzt haben, psychisch, sollte man nochmal was besprechen. Und ich bedanke mich auch bei den Zusehern. Bitte, wer Sehr Fragen hat, gerne. einfach reinschreiben, entweder in die Kommentare oder per E-Mail. Und wir freuen uns schon. Stefan, reden dann sowieso nochmal hinter der Kulissen dann zu diesem Thema, was wir gerade hier in der Sendung hatten. Und werden auch gleich dann nochmal berichten darüber. Mal schauen, wie das ausgeht. Und wünsche euch ein gutes Nächtle und bleibt gesund. Ja, Morgen vielen Dank.